Ich lebe heute für die nächsten 24 Stunden in Buxtehude. Mit einer Mission, ein Foto mit Monte zu machen. Der Plan. Wir besuchen verschiedene Orte, an denen Monte oft ist, wie Casino, Mariso oder Friseur, mit der Hoffnung, ihn dort zu treffen. Wenn wir ihn treffen, bleiben wir respektvoll und sprechen ihn nicht an beim Essen oder irgendwo, wo wir ihn stören könnten. Wir warten, bis er Zeit hat und fragen erst dann nach dem Foto. Okay, wir sind jetzt bei Becker Schrader. Hier ist Monte oft, das habe ich in seiner Insta-Story gesehen. Hallo, ein originales Monte-Frühstück bitte. Ein was? Denkst du, er kommt noch? Nee, wohl, glaub nicht. Er wird kommen, vertrau mir. Du bist nur ein Hater. Vertrau mir, er wird kommen. Als nächstes gehen wir jetzt Gassi im Wald. Ich glaube, hier geht Monte auch oft mit Kylo hin. Yes, Bro. Und mit was willst du Gassi gehen? Ach so, und wie soll ich das jetzt verstehen? Seit wann ist eigentlich Kylo Braun? Wow. Was hast du dir aber dabei gedacht? Jetzt sei mal ehrlich. Halt's Maul, Digga, wir werden ihn noch treffen, Digga. Warum kommt der Bastard nicht? Beeil dich mal ein bisschen. Komm. Du verfickst. Monty, Monty. Das Ding ist, wenn er uns dann sieht, dann fühlt er sich direkt zu uns verbunden, weil wir haben auch einen Kylo. Brava, Kylo. Brava, Kylo. Brava, Kylo, fein, weiter so. Ich finde jetzt eine andere Lösung, wir werden Monte finden. Also, wir mussten den Plan ein bisschen ändern. Monte geht mindestens einmal die Woche zum Friseur. Also habe ich eingegeben, Buxtehude Friseur. Die meisten haben nicht mit den Storys übereingestimmt. Aber einer stach raus. Die Umhänge haben übereingestimmt, der Boden hat übereingestimmt. Das war Montes Friseur. Da mussten wir hin. Du willst jetzt auf Ernst, dass ich hinten sitze, damit irgend so ein fake gefärbter Kylo vorne sitzt? Boah, Kylo sitzt vorne. Boah, das kannst du ohne Schmarrn. Kylo sitzt vorne. Kylo ist immer. Wir sind dann beim Friseur angekommen und haben gewartet. Dann war ich dran und dieser Ehrenmann hat meine Haare geschnitten. Und schaut mal, wer dann einfach in den Laden gekommen ist. Prank! Das war noch nicht der Moment, wo ich Monte getroffen habe. Haha, ich hab dich geprankt. Ich bin so unlustig bei Gott. Also, wir waren jetzt beim Friseur. Das ist der Übergang. Wertet den Übergang. So, Monte, jetzt bin ich auch bereit für das Foto. Und wir gehen jetzt zu Mariso, zum Italiener. Dort gehen wir essen. Auf die nächste Chance, ob wir ihn treffen. Monte, du bist aber der Verbindung. Also, wir sind dann zu Mariso gefahren. Und ich glaube wirklich, das war der Moment, wo wir Monte das erste Mal verpasst haben. Lass mich euch erklären. Wir sind zu Mariso gefahren. Und Mariso hat so auf den einen Hintereingang und ich dachte, ich park einfach dort. Und ich bin dort reingefahren und wollte dort parken und vor mir war ein wirklich krasser Mercedes. Ich weiß nicht mehr, was für einer. Ich kann nicht genau sagen, was für einer, aber er war wirklich krass. Und ich dachte mir, ist es jetzt Monte? Und dann dachte ich mir, Digga, ich kann jetzt nicht aussteigen und ans Fenster gehen und schauen, ob es Monte ist. Und dann sind wir rausgefahren und haben ein bisschen weiter weggeparkt. Ungefähr an dieser Stelle, ich zeige euch mal einen Clip, da ist Monte mit Sascha und Robert mal vorbeigegangen. Ungefähr an dieser Stelle haben wir dann geparkt. Und dann sind wir zu Fuß zu Mariso gegangen, das ist nicht weit, 2 Minuten von dort. Und dann fährt dieser krasse Mercedes raus. Und ich versuche so reinzuschauen, wer da ist. Aber ich konnte es nicht sehen, weil es war dunkel und Scheiben waren dunkel und dies und das. Und deswegen, ich weiß ganz genau, ob es Monte war. Das war so der Moment, ich glaube eigentlich wirklich, das war Monte. Falls Monte auf dieses Video reagiert, Monte, warst du das? Bei Mariso haben wir zur Vorspeise so ein Brot bekommen mit so einer Soße und die Soße hat ein bisschen wie Mayo geschmeckt, hat aber wirklich sehr lecker geschmeckt. Und dann haben wir noch so ein pizzaartiges Ding geholt. Das war nicht unbedingt so krass meins, aber Vulcan hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt. Und die Hauptspeisen wirklich, was soll ich sagen, Schmackofatz. Die waren wirklich ein Schmackofatz. Also so Leute, wir sind jetzt bei der Fischtreppe. Also ich glaube, Monte hat hier früher irgendwo gewohnt und hier sind auf jeden Fall auch legendäre Clips entstanden. Ich sag ehrlich, das sieht hier richtig geil aus. Das ist eine richtig geile Umgebung. Boah, Digga, sieht schon, ich schwör, es sieht schon hier echt geil aus. Und in genau diesem Lidl-Parkplatz da hinten hat Monte vor über 6 Jahren entspannte Donuts gezogen im Winter. Hoffentlich kann ich mir auch mal so eine geile Wohnung leisten. Damit ich mir mal so eine geile Wohnung leisten kann, solltest du diesen Kanal abonnieren. Es kostet nichts und hilft mir weiter. Danke. Als nächstes sind wir jetzt bei der Waschanlage. Und Monte wäscht sehr oft sein Auto. Falls ihr euch jetzt fragt, Ali, Monte wäscht doch niemals sein Auto bei minus 2 Grad im Regen. Doch, tut er, okay? Hör auf zu haten, hör auf zu haten, er macht es. Du weißt, dass er es macht, ich weiß, dass er es macht. Hör auf zu haten. Jeder macht es, das ist was ganz Normales. Bei minus 2 Grad sein Auto zu waschen, ist was ganz Normales. Hör auf zu haten. Wir haben auf jeden Fall das Auto gewaschen, alles war entspannt. Und auf einmal schaue ich aufs Handy und es war einfach Kylos Wasch. Wir alle wissen, Monte, Casino, so. Wir campen jetzt vor Casino Schenefeld. Das machen wir, das wird eine gute Idee. Denkst du, er wird dort sein? Ich hoffe es.
Ich hoffe es auch. Dann können wir endlich nach Hause fahren. Wir fahren nicht nach Hause. Monte, du bist der Beste! Wir sind da bei Casino Schenefeld. Monte, wo bist du? Wir warten auf dich. Was muss man da immer sagen? Jo, Monte, wo bleibst du denn? Wir sind hier beim Fan-Treffen und warten auf dich. Wir warten jetzt ein bisschen, mal schauen, ob ihr herkommt. Monte, das Bild machen wir noch, Monte. Wo bist du? Wir sind hier beim Casino. Wir haben auf jeden Fall dann gewartet, gewartet und gewartet. Aber er ist nicht gekommen. Dann dachte ich mir, vielleicht kommt er ja, wenn ich den originalen Montana Black Nutella Quarktoast mache. Es gibt nicht zu viel, es gibt nur zu wenig. Bro, bei Gott, das kann er ja nicht ernst meinen, oder? Was ist das? Nee, Bro, nee, das ist mehr als genug, Bro. Was? Ich schwöre, das ist noch lange nicht mehr als genug. Was laberst du? Bro, er klatscht. Er macht nicht so viel. Nee, Monte. Sehr starkes Sandwich. Unsere letzte Hoffnung war dann Soul Kebab. Wir haben gegessen und gewartet, aber da ist er leider auch nicht gekommen. Was soll ich sagen, Leute? Manche würden sagen, wir sind unnötig 900 Kilometer nach Buxtehude von München gefahren und haben unnötig im Auto geschlafen, um nicht mal das Foto hinzubekommen. Aber ich sage, wir sind richtig unnötig 900 Kilometer gefahren, um nicht mal das Foto hinzubekommen. Ich habe zwar kein Foto mit Monte, aber dafür habe ich gute Photoshop-Skills. Deswegen passt es. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Abo wäre auch cool. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt doch hin.